Hi, wir sind Reinhard und Benedikt, die beiden Gründer von Studyflix. Wir waren zu Gast in der aktuellen Staffel Hülle der Löwen und sollten eigentlich am 13.11. ausgestrahlt werden. Wir werden auch in verschiedenen Medien, unter anderem von der TV Movie, für den 13.11. angekündigt, hier sogar als Tipp des Tages. Vor wenigen Tagen haben wir völlig unerwartet eine E-Mail bekommen von Sony, dass wir doch nicht ausgestrahlt werden, da man in den Medien immer von Startups liest, die ausgestrahlt werden, die große Erfolge dadurch hatten, wollen wir euch heute jetzt mal die Kehrseite zeigen, wie es ist, wenn man sehr viel investiert hat und dann kurz vor der Sendung doch nicht ausgestrahlt wird und wie es jetzt bei uns weitergeht. Genau, vielleicht für diejenigen, die nicht wissen, was Studyflix ist. Studyflix ist eine E-Learning-Plattform mit kostenlosen Lernvideos für Studenten. Wie ihr euch vorstellen könnt, macht es nicht allzu viel Spaß, ein Video darüber zu drehen, dass man nicht bei Hülle der Löwen ausgestrahlt wird. Aber wir blicken positiv in die Zukunft. Ende des Jahres wird zum Beispiel unsere Website neu gelauncht und ihr könnt euch auf viele, viele interessante Features freuen. Wir hören natürlich immer in den Medien, dass ein Startup unheimlich von der Ausstrahlung bei der Hülle der Löwen profitiert. Aber was man selten hört, ist natürlich, dass man auch enorme Aufwendungen hat. Insgesamt haben wir einen mittleren fünfstelligen Betrag in die Vorbereitung zur Hülle der Löwen investiert. Da kommen so kleine Dinge dazu wie die Kulisse, die wir selber besorgen müssten für den Dreh, also das ist ein kleiner Auszug davon. Auch richtig große Sachen wie die Optimierung der Website. Ihr müsst euch vorstellen, wenn man da ausgestrahlt wird, kommen so in circa 10, 15 Minuten über 50.000 Leute teilweise gleichzeitig auf die Website und das ist ein enormer Aufwand und auch eine enorme zeitliche Vorbereitung, das wirklich dann so zu optimieren, dass es passt. Wir waren im Februar zum Dreh in Köln eingeladen, lief sehr gut. Wir haben von allen Löwen sehr gutes Feedback bekommen. Seit September standen wir dann kontinuierlich im Austausch mit Sony, der Produktionsfirma von DHDL. Wir haben immer positive Signale bekommen, dass wir ausgestrahlt werden. Spätestens als vor ein paar Wochen dann von Sony Fotos und Details zur Sendung von uns an die Presse rausgingen und wir dann auch in den verschiedenen Zeitschriften für den 13.11. angekündigt wurden, war uns völlig klar, wir werden ausgestrahlt, haben uns sehr gefreut und dann kam vor wenigen Tagen, wie aus dem Nichts, völlig unerwartet eine E-Mail und persönlich ohne Angabe von Gründen, dass wir nicht ausgestrahlt werden. Wir haben dann natürlich versucht, über unser Netzwerk herauszufinden, wo es lag. Und haben dann erfahren, dass Sony wohl nicht zufrieden war mit der Berichterstattung in den Medien über die aktuelle Staffel von Hülle der Löwen, weil einfach zu oft über geplatzte Deals im Nachhinein die Rede war. Aber was mich persönlich stört, ist Folgendes. Wir machen ja ein Produkt, das den Leuten wirklich hilft, also ihre Schule oder ihr Studium zu bestehen. Und dass in der größten Gründerschule in Deutschland kein Platz für sowas ist, sondern lieber auf Produkte gesetzt wird, die sich leichter vermarkten lassen. Das ist für uns persönlich absolut nicht nachvollziehbar. Aber die Einladung zur Hülle der Löwen und die mögliche Ausstrahlung vor Augen hat uns alle hier im Team unglaublich gepusht. Wir haben unser Produkt verbessert, wir haben mehr Videos gemacht und wir haben neue Marketingkanäle erschlossen. Und was man auch nicht unterschätzen darf, dieser gemeinsame Traum hat jeden hier bei Studyflix die letzten Monate unglaublich motiviert. Unser Team arbeitet jeden Tag daran, euch das Lernen so leicht wie möglich zu machen. Deswegen geht auf Studyflix, schaut euch unsere kostenlosen Videos an und besteht eure Klausuren. Und teilt dieses Video.